Naturaler heute. 1:1 gegen Stoke City. Das war, ich schätze mal, der härteste Test. Man hat auch gesehen, beide Mannschaften haben heute richtig guten Fußball schon gespielt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir können auch zufrieden sein mit dem Ergebnis. Obwohl am Ende haben wir, glaube ich, zwei gute Chancen. Wenn wir die machen, gewinnen wir das Spiel auch. Aber ich denke, die Stimmung, die Atmosphäre, das Spiel war in Ordnung und wir sind gut gewappnet jetzt auch für das Pokalspiel. Eine Woche noch, dann warten die Kickers aus Offenbach. Merkt man jetzt auch so als Spieler langsam dieses Kribbeln, auch so dieses Geringe um die Stammplätze etc., was ja da alles mit dranhängt? Das auf jeden Fall. Also es muss endlich losgehen. Wir haben jetzt, glaube ich, 6 Wochen lang gearbeitet. Und es reicht jetzt auch endlich. Jetzt geht es endlich los, die Zeit beginnt. Und dafür arbeiten wir jeden Tag hart. Und natürlich merkt man, dass jeder spielen will. Das Gedränge ist groß, wir haben einen großen Kader. Ja, der Trainer hat die Qual der Wahl und dann werden wir mal sehen. Morgen steht noch das große Fest mit den Fans zusammen an, die Saisoneröffnungsfeier. Da ist man immer auf direkten Kontakt. Das habt ihr letztes Jahr ja im Aufstiegsjahr auch öfters in der Gustavstraße gemacht. Morgen wieder in eurem Wohnzimmer hier in der Trolley Arena und im Sportpark Ronhof. Auch sowas, wo man so ein bisschen die Stimmung abtesten kann bei den Fans, ne? Auf jeden Fall. Ich denke, jeder hat die Vorfreude bei jedem ist riesengroß auf die Bundesliga, ist doch klar. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn man sieht, was wir im letzten Jahr erleben durften mit den Zuschauern, dann ist klar, dass wir jetzt gerne was zurückgeben wollen. Und ich denke, es wird morgen ein schöner Tag, schön auf Tuchfühlung mit den Fans und es wird auch für uns was Riesiges morgen. Kleiner Ausblick dann noch auf die kommende Woche und das Pokalspiel. Was wird jetzt dann wieder anders sein im Vergleich zu dieser Woche? Diese Woche war Vorbereitung, nächste Woche ist dann Vorbereitung auf Pflichtspielauftakt. Was unterscheidet so eine Woche? Ja, diese Woche wird dann nicht ganz so anders sein, weil wir das auch schon sehr als wichtiges Spiel gesehen haben und auch schon quasi ein bisschen runtergefahren sind, dass das die Spritzigkeit wieder haben. Von daher wird es so eine ähnliche Woche wie jetzt auch. Aber dann geht es halt endlich los, da geht es um Punkte und beziehungsweise um eine Runde weiterzukommen, dann ist es was ganz anderes. Da ist die Spannung halt ein bisschen anders da. Aber wie gesagt, wir freuen uns einfach endlich, dass es losgeht. Das hat jetzt so lange gedauert und ja, es kann wirklich endlich starten. Viel Spaß dabei, danke.